man muss auch authentisch sein. Man muss gut mit der Marke und mit der Brand zusammenpassen. Ich glaube, das ist am Ende das A und O. Es muss ein guter Fit sein. Wir alle brauchen Unterwäsche, ja. Untertag für abends, wenn man mal ein Date hat. Ich meine, ich bin ja jetzt auch 4 Jahre verheiratet, auch ich brauche tolle Unterwäsche. Natürlich bereite ich mich auf solche tollen und großen Tage vor. Also ernähre ich mich wahnsinnig gesund 2 Wochen davor, mache wahnsinnig viel Sport, schlaf viel, eben dass die Haut schön und rein aussieht. Aber am Ende des Tages geht es ja auch darum, wie präsentiert man sich. Und das kann man nicht ändern. Das kannst du in einem Jahr nicht ändern, das kannst du in 2 Monaten, in 2 Wochen nicht ändern, sondern so bin ich halt einfach. So wie man sich fühlt, da innerlich, das trägt man nach außen. Und wenn man mit sich selber glücklich ist, dann strahlt man das, glaube ich, aus. Ich möchte den Frauen da draußen einfach mitgeben, dass ganz egal, wie man aussieht, ob klein, groß, dick, dünn, wie auch immer, ja. Ich meine, ich sage, Diversity ist ganz groß geschrieben und das sollte man auch genau so sehen. Machen wir mal das auf den Kuchen. Das ist aber sehr schön. Ja. Alles ausprobieren, weil am Ende des Tages kann man es nur wissen, wenn man es probiert hat. Ja? Ich habe ganz, ganz lange keine Strapsen probiert. Und als ich es dann anhatte, dachte ich mir so, schon gar nicht so schlecht aus. Kann man mal machen. Oh, da gibt es so viele Momente, die schön waren. Ob es der Moment war beim Wasserfall, ja, wo ich in meinem roten Badeanzug gestanden bin und einfach dann mal reingesprungen bin und einfach nur mal die Seele baumeln habe lassen, obwohl so viele am Set waren. Das war ein ganz, ganz besonderer Moment. Ich meine, jede Frau hat die Probleme, ja. Also natürlich würde ich sagen, Mai, ich hätte ein bisschen weniger gerne an der Hüfte. Boah, da ist ein bisschen zu viel drauf, da ist ein bisschen zu viel drauf. Aber mittlerweile ist es so, so bin ich und ihr müsst mich so nehmen, wie ich bin. Ja? Und ich werde mich auch nicht ändern, weil ich mich so wohl fühle. Wenn es kommt, dann kommt. Ja? Also ich bin mittlerweile auch echt total tiefenentspannt, was Thema Baby angeht. Ja? Ich will auch Mama werden, ja, und ich glaube, das ist auch eine ganz tolle Aufgabe, aber jetzt im Moment passt es noch nicht so wirklich rein. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wann es wirklich passen soll, aber ich, wie schon gesagt, wenn es kommt, dann kommt es. Man sollte seinen Weg gehen, man sollte seinen Traum leben. Jeder sagt immer, es ist immer für den einen leichter als für den anderen, aber jeder hat so, sage ich jetzt mal, seine Barrieren dazwischen. Ja? Und nie aufgeben ist das Motto. Ich sage immer, aufstehen, Krone richten, weitergehen und dann schafft man auch das, was man möchte. Ja.